So, mal die Ohren aufgesperrt. Hört man nicht so gut, ne? Ja, gut. Ja, das ist die eingebaute Kamera halt, also das Mikrofon in der Kamera. Das hört man nicht so optimal. Die Hinterradspeichen, da gab es ein paar Problemfälle. Und ja, das ist jetzt ein neuer Tag. Das davor war also von einer Ausfahrt von ein paar Tagen, die habe ich dann ja sicherheitshalber früher abgebrochen als geplant. Wegen den Speichen, weil ich keinen Bock hatte, dass mir eine Speiche reißt oder sowas, weil dieses Geräusch kenne ich schon. Das ist mir schon mal passiert. Da ist mir aber die Speiche dann erst daheim gerissen, warum auch immer. Vielleicht ja, hat sich dann irgendwo da an dem J-Band irgendwie hat sich die verabschiedet gehabt. Aber da kommen wir noch zu dem Thema Speichen. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Thema Straßenzustand. So, da wieder was aufgerobbt, nicht fertig gemacht. Bum, bum, bum. Also die laborieren an dieser Straße hier, Straße ist zu viel gesagt, an dieser Gasse, laborieren die schon über seit einem Jahr rum. Also schon über ein Jahr wird hier immer wieder mal ein kleines Fleckchen gemacht, halbherzig, schotterliche gelassen. Ja, also es ist unglaublich. Also wenn ihr Gravelbike-Fans seid, dann fahrt die Gasse hoch und runter. Da habt ihr euren Spaß, da findet ihr alles, was zu einer anständigen Straße nicht gehört. Und ganz schlimm, da vorne, wo der Weiße steht, da ist ja die Ampel. Da ist seit, warte mal, November oder Oktober letzten Jahres ungefähr, ist das schon in dem Zustand, wie das heute ist. Also eine Schotterpiste da unten, direkt hier, jetzt da steht der Weiße davor, jetzt mache ich aber einen Schnitt, da einen Schnitt. Und jetzt sieht man das da auf der linken Seite in der Mitte von der Straße hier, jetzt fahre ich drüber, hier diese Schotterpiste. Da fliegt Geröll rum, das ist wie eine Geröllhalde. Seit über einem Jahr ist das bald so. Ja, also da frage ich mich, sag mal, tickt ihr noch ganz sauber da in dem Kaff da? Seid ihr zu dappisch, irgendwie eine Gasse zu reparieren? Es gibt Regionen auf dieser Welt, da schafft man in der Zeit eine ganze Autobahn zu bauen. Mit allem Pipapax, mit Autobahnraststätte, was weiß ich was alles, ja. Und hier kriegen sie es nicht einmal hin, da diese Rumpelgasse irgendwie mal, da könnte ich der mal, ich weiß nicht, wo die ganze Kohle versackt mittlerweile. Also dieses Land ist wirklich völlig, so, also man sieht es mittlerweile an alle Ecken und Kante, ja. Dass dieses Land so langsam der Bach runter plätschert und es wird alles noch viel schöner werden. Aber da will ich gar nicht so drauf eingehen, weil das ist mal dermaßen äbscht. So, kommen wir mal zu der Testfahrt hier. Die Testfahrt bezieht sich auf das hintere Laufrad, auf die Speichen. Ich habe es jetzt dann doch mal gemacht. Vorgestern. Die Speichenspannung mit einem Tensiometer, das ich mir mal bestellt hatte. Ein Nachbau von Parktool, also von dem Parktool-Tensiometer ist es ein Nachbau. Ein günstiges Teil, aber macht so einen guten Eindruck soweit. Ich kann mich nicht beschweren. Gibt es bei Amazon. Und ja, hier sieht man mal schön eine Parktool-App, also auf der Webseite von Parktool. Hier sieht man den unbehandelten Zustand, nachdem ich die einzelnen Speichen ausgemessen habe von ihrer Spannung her und habe die hier eingetragen in diese Charts. Ja, das ist linke Seite Spokes, rechte Seite Spokes. Und da auf der rechten Seite seht ihr also dieses Kräfteverhältnis, wie die Speichen also vom Kräfteverhältnis waren. Und dann habe ich mich daran gemacht und habe das halt eingestellt, Speiche für Speiche. Und dann sieht man hier, dass ich schon relativ gut rund bin, sagen wir mal so. So sollte das also schon aussehen. Perfekt rund geht gar nicht. Da hast du dann alle möglichen Probleme, da kannst du einen Achter haben und was weiß ich was für ein Kram. Also, aber wenn das so annähernd hier so aussieht, dann ist das schon in Ordnung. Und das hat sich auch sofort bei der Testfahrt dann gezeigt. Man sieht hier ist alles auch grün abgehakt sozusagen. Die berechnet das, diese Webseite kann man das berechnen. Und halt auch sehen, welche Speiche noch aus der Reihe tanzt. So, und hier sieht man sehr schön kleine Aufkleber, die ich hier an jede
Speiche auf der Seite und auf der anderen Seite auch, aber das habe ich jetzt nicht fotografiert, habe ich überall diese Aufkleber drauf gemacht, wo ich dann die abgelesenen Werte notiert habe für die einzelne Speiche, um zu wissen, wo ich da was drehen muss. Also das war so mein Arbeitsvorgang. Und wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal gucken, geht mal auf Wheel Tension App Parktool. Gebt einfach ein Parktool Wheel Tension App und dann kommt ihr dahin, da ist dieser Rechner. Und dann gibt es auf YouTube auch ein Video, das dauert 19 Minuten knapp. How to use the Parktool TM1 Tension Meter and Wheel. Wie heißt es weiter? And Wheel. Tension App, genau. Und da ist also ein netter Techniker, der erklärt es halt auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es ein Äquivalent dazu auf Deutsch gibt, aber das kann man sich angucken und da kann man das so ein bisschen auch mit verfolgen. Und dann ist dieses Mysterium gar nicht mehr so mysteriös, sondern ich habe es ja, also wenn ich das einigermaßen gerafft habe, dann rafft ihr das wohl auch. Also da denke ich mal, gibt es kein Problem. Ja, und dann dachte ich mir, ja, jetzt muss halt auch mal, ach, der Vorderreifer will ich auch noch machen, die Tage, ne? Der ist noch nicht fertig. Den habe ich zwar mal grob so durchgemessen, die Speichenspannungen, aber das ist nicht großartig aus der Reihe, das ist jetzt alles noch gut. Das muss auch nicht hundertprozentig jetzt da alles jetzt irgendwie ganz, ganz genau und so. Klar, ich bin da schon jemand, der das ganz genau mal so machen will, aber irgendwie, irgendwo gibt es dann auch mal so einen Punkt, wo man sagt, so alle 5 Grad sein lassen. Jedenfalls, die Outfahrt war sehr aufschlussreich, weil nämlich es war wunderbare Laufruhe. Das hat sich ein bisschen angefühlt wie auf Schienen alles, also weil irgendwie das Laufrad so für sich gesehen dann wieder in Balance war. Ja. Und ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich habe das ja immerhin vor mich hergeschoben. Ich habe dieses Tensiometer, das habe ich schon seit einem Jahr oder was im Schrank liegen. Ich habe es einmal, als es kam, habe ich mir es angeguckt und hatte den Kopf nicht dafür, dachte mir, das raffst du sowieso nicht. Du voll Holzkopf einfach, ja, bist aber dann, raffst es halt nicht und also wieder wegpacken und vielleicht irgendwann mal raffst du es mal. Naja, gut, okay. Schlussendlich habe ich es dann doch irgendwie mal mir die Muse halt einfach gegönnt, mir das anzugucken, weil es ist schon, ich meine, für die Haltbarkeit und für die Stabilität durchaus kein Thema, was man jetzt, mal klar, man kann natürlich das Laufrad in den Laden bringen. Das würde ich auch machen. Also wenn ich die Kohle hätte da immer, wenn da was ist und natürlich auch die Möglichkeit, das Laufrad da hinzubringen, weil das ist ja schon ein paar Kilometer weg, der Fahrradladen meiner Wahl. So, hier mal was Positives, Mümmling-Krombach Bahnhof. Da haben sie das, hat zwar jetzt auch eine Weile gedauert, aber ich meine, das ist zumindest nicht so lang wie die Gasse der Schande in Bad König. Und da haben sie sich zumindest mal ein bisschen was hier da, naja, das haben sie halt so gemacht, ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt das der Brüller oder so, aber ey, immerhin was gemacht und immerhin scheint es einigermaßen so fertig zu sein. Und jetzt kann man die Straße ja wieder erfahren, die war nämlich auch gesperrt. Zwar für Fahrradfahrer ging's, aber das war alles ein bisschen, naja, nebulös, sagen wir mal, wie das da so von der Handhabung war, aber ist okay, also, kann man sich sagen. Ja, also jetzt stimmt erstmal wieder, ich werde das immer mal wieder in gewissen Abständen, werde ich das immer mal wieder überprüfen. Stichpunkt ist mal, das geht ja jetzt, das dauert ja nicht ewig. Klar, du musst das Tensiometer sauber anlegen an jede Speiche, musst dir das rausschreiben oder wenn du weißt, ich bin so ungefähr bei 20 laut diesem Tensiometer für alle Speichen auf der einen Seite und so bei 15 auf der anderen. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, so in einem Dreh. Ja, und es hat richtig Spaß gemacht. Einfach, weil es ein gutes Gefühl auch gegeben hat. Ich habe erst gedacht, naja, ob das wohl jetzt was gebracht hat und so. Und ob ich es richtig gemacht habe. I don't know. I have to test it. Bla, bla, bla. Aber irgendwie sofort so, nachdem ich draufgestiegen bin und bin so ein paar Meter gefahren, habe ich gleich gemerkt, irgendwie das schönes Gefühl. Ja? Also das, kein Knarzen mehr, es war so ein Klackerknarzen irgendwie.
Und das war natürlich weg. Ja. Das war nach dieser Aktion, war das komplett weg hier auf der ganzen Fahrt. Nichts hat geklackt, nichts hat gekratzt, irgendwo geschabt oder irgendwie sowas. Das lief einfach wie eine Eins. Hundertprozentig wunderbar. Und jetzt die Tage kommt dann der Vorderreifen noch dran. Da habe ich noch nie was dran gemacht an dem Ding. Das ist noch der Original von 2013 oder wann ich das Rad gekauft habe. Das ist immer noch das Originallaufrad. Gut, es hat halt auch weniger Belastung auszuhalten. Ja. Ich habe hinten halt 36 Loch, also 36 Speichen. Das ist schon, das sind viele von euch wahrscheinlich mit weniger Speichen unterwegs und habt da halt auch weniger Messaufwand, sagen wir mal so. Aber bei mir durch das hohe Fahrgewicht und so weiter ist es natürlich, macht es natürlich Sinn, dass da das Gewicht dann auf mehr Speichen verteilt ist. Dadurch steigt natürlich auch der Aufwand. Ja, kann ich also nur empfehlen. Guckt mal rein da auf Parktool und vielleicht besorgt euch auch so Teil, wenn ihr da Interesse habt oder vielleicht denkt ihr, ja, könnte ich vielleicht auch mal. Es ist nicht so kompliziert. Sieht kompliziert aus, hört sich ein bisschen kompliziert an, aber im Grunde. Aber ich möchte jetzt auch nicht hier der große Ballermann raushängen lassen und ich bin hier der Bikechecker und ich weiß hier alles und so. Quatsch. Ach, hör auf. Das, was ich machen kann, wo ich halt mal ein paar Pfennig, die ich halt übrig habe, irgendwie sparen kann, da versuche ich das halt zu machen. Aber ich bin ein großer Fan von Fahrradgeschäften und von Fahrradmechanikern, die das beruflich machen, die Profis sind. Ich gucke denen auch unheimlich gern zu, wenn die wascheln, wenn die an Teilen arbeiten. Das ist, fasziniert mich einfach. Wo ich mir denke, wow, das würdest du selber wahrscheinlich eh nie hinkriegen. Aber bis jetzt läuft es einigermaßen. Also vielleicht soll ich mir da ein bisschen mehr zutrauen, möglicherweise. Aber manchmal habe ich einfach den Kopf nicht. Ihr kennt mich, ich bin ja so ein bisschen ein Komplettscheppe. Ja, das ist natürlich auch wieder schön ausgedrückt. Aber wenn ich den Kopf nicht dazu habe, dann ist die Konzentration nicht da, dann ist die Muse nicht da, dann ist mein Schädel all over the fucking place, bloß nicht fokussiert auf das, was eigentlich da jetzt irgendwie wichtig wäre. Ja, was haben wir noch für ein Thema? Tour de France 2022. Ich hatte ja mal auch in einem Let's Ride vor 3 Wochen oder was, bevor die Tour eigentlich losgegangen ist, schon so meine Befürchtungen geäußert, dass die deutschen Radprofis da wahrscheinlich nichts reißen werden. Ja, sie haben überhaupt nichts gerissen, keine einzige Etappe gewonnen. Einmal hätte der Kemner, glaube ich, war es, fast eine Bergetappe gewonnen, wurde dann aber auf den letzten 50 Metern oder sowas von Outstanding Performances platt gemacht. Und ist dann, glaube ich, als Dritter oder als Vierter oder was ins Ziel gekommen. Simon Geschke hatte ein paar Tage lang das Bergtrikot auf seinen Schultern und musste das dann aber auch abgeben, weil irgendwann natürlich die Puste leer ist. Bei anderen Fahrern scheint die Puste endlos gewesen zu sein. Da könnte man jetzt wieder spekulieren, ob das da alles so sauber vonstatten ging. Also gerade die eine Etappe, wo die 3 brutale Buckel hatten in einer Etappe. Also da waren ja 3 über 1000 Meter. Das war ja irre. Und die sind da hochgeballert. Also ich würde sagen, so ein Lance Armstrong, wenn der heute dabei wäre, in der damaligen Konstitution, ja, der hätte keine Chance gehabt. Ich weiß nicht, was die da heute so ballern, ja, so an Kram, was die da heutzutage an Performance-Steigerung erreichen, durch was das geschieht, aber es muss die Hölle sein, weil das, was die da machen, an Watt per Kilo tappen, treten, drücken können und das über Tage hinweg knüppelharte Etappen, die scheinbar komplett, ja, also am nächsten Tag schon wieder vergessen sind und am nächsten Tag können die schon wieder knallen, wie die Bekloppten, also da denke ich, also irgendwo. Gut, der Pogacar, der war dann am Ende doch nicht mehr so ganz so auf der Höhe des The Game. Das war dann eben Vingegaard und eben dieser Wout van Aert. Die haben ja alles in Grund und Boden gestampft, kannst du sagen, die 2 da von Jumbo-Visma. Naja, es ist selbst der
Co-Moderator oder der Mitmoderator bei Eurosport, der mit diesem Carsten Miegels, dieser Robert Bengsch, genau, Robert Bengsch heißt er, der war auch mal Radprofi, aber eher Bahnradsport, der hat auch ziemlich deutliche Anspielungen gemacht, dass der das auch so für sehr seltsam hält, was die da leisten von Jumbo-Visma. Er hat es jetzt nicht, das Wort mit dem D hat er jetzt nicht erwähnt, aber diese Skepsis, dieses Kopfschütteln und dieses Nee, kann nicht sein, ist ganz deutlich durchgekommen. Gerade auch bei dem Zeitfahren. Also die vorletzte Etappe da vor Paris, das Zeitfahren war auch, naja. Da war so ein Filippo Ganna oder sowas, der italienische zweimalige Weltmeister im Zeitfahren, der hatte keine Chance gegen so einen Wout van Aert und der andere. Also irgendwas. Sorry, aber okay, ne? Lassen wir es mal gut sein. Wir wollen uns hier nicht reinsteigern. Es betrifft jede Sportart, in der Geld verdient wird. Ob das die Bundesliga ist, ob das internationale Fußball ist, ob das Leichtathletik ist, ob das Rennen ist. Also alles, was körperlich Hochleistung und Dauerbelastung und so weiter angeht, da kann man davon ausgehen. Und wo halt Geld verdient wird, wo Sponsorenverträge sind, wo Werbeverträge sind. Die Leute wollen eben sowas auch sehen. Also der normale, durchschnittliche, ja, ich auch, ne? Ich möchte jetzt auch nicht sehen, wenn die da irgendwo jetzt statt mit 25 Sache eine 10 Grad Steigung hochfahren, dann vielleicht bloß noch mit der Hälfte der Geschwindigkeit hochkommen oder dann japse und dann absteigen müssen und schieben müssen, weil sie nicht mehr hochkommen. Das will man halt auch nicht unbedingt sehen, aber das gehört halt, das wäre halt so von der Realität und von der tatsächlichen wahrscheinlich. Natürlich will der jetzt nicht absprechen, dass die nicht, dass die untrainiert sind und sich nur da irgendwie vollballern da. Das ist natürlich Quatsch, aber auf 3 Wochen gerechnet. Es kommt ja auf die Regeneration. Du musst ja, wenn du diese Extremleistung bringst, da 3 Berge da in einer Etappe da ballerst und dann nicht immer den Mund groß aufmachst beim Atmen, ja, sondern eher so ganz locker durch die Nase alles, dann kommt es ja darauf an, dass du, wenn du dann vom Fahrrad runtersteigst, dass du die Stunden, wie die du halt regenerieren kannst, halt optimal regenerierst, das ganze Laktat, der ganze Kram abgebaut ist soweit. Und da ist wahrscheinlich der, ja, da wird wahrscheinlich getweakt und gemacht, ja, dass diese Phase da extrem effektiv ist, dass du am nächsten Tag wieder quasi, als wäre nichts gewesen am Vortag, wieder auf dem Rad steigst und machst da halt, kannst du da Meckes machen, ne? Whatever it is. Ich glaube kaum, dass die mit EPO rummachen, weil die werden ja getestet. Es gibt ja Tests, aber möglicherweise ist natürlich immer der Jäger und der Gejagte, das ist halt immer so ein Spiel, ne? Einmal ist der im Vorteil und einmal ist der im Vorteil. Und wenn in dem jetzt momentan der Jäger das nicht rauskriegt, was der Gejagte da macht, naja, dann whatever. Ich habe da keine Insider-Dings, es ist nur das, was so allgemein mir aufgefallen ist und was auch andere Kommentatoren eben, wie jetzt beispielsweise dieser Robert Bengsch da so angedeutet haben. Man hat ja Auge im Kopf, ne? Und irgendwo ist dann halt auch mal gut, da denkt man dann auch, naja, gut. Was soll's? Soll es halt erlauben, dass dann jeder ballern kann und dann wäre wieder eine gewisse Chancengleichheit hergestellt. So Leute, fahren wir hier nochmal über die Schotterpiste hier. Da geht's noch auf der Seite, aber mal gucken, wann die Straße mal fertig ist irgendwie. Könnt ja, das Jahrhundert dauert ja noch ein paar Jahre. So, ich wünsche euch was, Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Vorgang des Speichenspannens oder was auch immer, dann schreibt mir es in die Kommentare rein. Ich versuche da irgendwie so gut ich kann es zu beantworten, aber eigentlich habe ich alles gesagt. Es ist, wie gesagt, nicht so kompliziert. So, dann gehabt euch wohl und kommt gut durch die Woche. Der Odenwald-Cyclist bedankt sich fürs Zuschauen. Bitte abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht abonniert habt. So, jetzt ist aber auch gut. Jetzt fange ich an, mich zu verhaspeln. Ich habe viel zu viel gelabert wieder. Das ist ja ein Laberschwall der Sonderklasse. Also bis dann. Odenwald-Cyclist. Ciao, ciao.